Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir in dem mysteriösen Haus sind von diesem Jacob. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt Was mal an. Was haben wir denn zu leben mit Depressionen? Klauen. Die 12 Phasen der Trauer und einige Selbsthilfebücher. Eine richtige Bibliothek. Oh. Wir wurden erwischt. Okay. Das ist jetzt... Greift uns eigentlich auch der eine Kollege an. Ich weiß, wir haben das jetzt eh vertackt. Nö, der greift uns. Abbrechen. Das Verquesten greift uns auch an. Also sorry, dafür muss ich jetzt mal den Preston töten. Ist jetzt eh alles umsonst. Wie blöd ist das? Ich hab's vergessen. Ich töte die jetzt einfach nur mal so, weil wir es können. Wir müssen uns jetzt... Ich mache die Lade natürlich neu, klar. Der fressende Arsch hat er sich gegen uns gewendet. Ja, da sind wir natürlich hinüber. Ich habe jetzt aber auch nicht ernst gespielt. Ich habe das jetzt alles so aus Spaß gesehen. Gut, okay, dann klaue ich halt nicht. Ich mache nur das Terminal auf. So, nein. Ach, weil wir die Powerrüstung anhaben, verdammt. Ziehe ich sie eben aus. So, und jetzt mal an das Terminal. Passwort erforderlich, haben wir eingegeben. Personalakten. Fitzgerald nimmt unsere Mission genauso ernst wie ich, wenn er doch nur etwas wegen seiner Frau unternehmen könnte. Hat die Sins als unerwünschte bezeichnet. Auseinandersetzung mit M. Bell. Häufig negative Bemerkungen über andere Mitarbeiter und andere Orte in Commonwealth, besonders Diamond City. Ernste Maßregelung, weil sie einen Händler vor dem Institut und dessen Methoden gewarnt hat. Mhm. Okay. Und gut, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht alles einzeln so vorlesen. Ich gehe jetzt hier nochmal so grob drüber. Swanson. Bedenken keine. Mhm, verschwiegen. Was? Er arbeitet direkt für das Lager? Warte mal. Er arbeitet direkt für das Lager und verwaltet den Test. Und ich habe keine Ahnung, wer er war oder wie ich ihm helfen kann. Er hält sich strikt aus der Gemeinschaft heraus. Ob das an seinen Befehlen oder an seinem Wesen liegt, kann ich nicht sagen. Fischerbericht. Mr. Huntley hat den Weg zum Lager 5-mal abgebrochen, weil sich ein Fischer, Name unbekannt, am Weiher von Mystic Pines niedergelassen hat. Mr. Huntley sagt, das neue Lieblingsfischerrevier des Mannes liegt direkt über dem Lagereingang. Das Stockton-Rettungsteam wurde beinahe von ihm entdeckt. Ich empfehle... Ja? Ach, mehr steht da nicht. Interessant. Dann reden wir doch erstmal mit unserem Kumpel da draußen. Und dann schauen wir uns das Lager mal an. Hey, Dan. Hast du was über die Karawane erfahren? Überleben im Lager. Sie haben die Überlebenden in ein Lager gebracht. Dann sind wir im Geschäft. Ich treffe dich da und wir retten ein paar Karawanenmitglieder. Sehr gut. Sprich mit dem ehrlichen Dan. Limonade! Nach einem langen Tag! Okay. Wo müssen wir hin? Da vorne. Ach, Mystic Pines ist da.
Mystic Pines, Lexington Apart. Ach so. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Hey, Fremdling. Es ist kein Geheimnis, dass du hier rumschnüffelst. Nicht sehr freundlich von dir, wenn du mich fragst. Ich weiß, du glaubst, das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Übereilte Entscheidungen? Welche übereilten Entscheidungen meinst du? Vielleicht mag man an deinem nächsten Ziel keine Eindringlinge. Offen sprechen. Komm einfach raus und sag, was du damit meinst. Hast du vielleicht ein Gerücht über Stocktons Karawane und ein Lager gehört? Tun wir mal so, als wäre da was dran. Wir würden nur etwas tun, wenn wir gute Gründe hätten. Die besten. Pass auf. Du stellst deine Nachforschungen ein und ich schenke dir 100 Kronkorken. Dann bist du hier jederzeit wieder als Freund willkommen. Kompromiss suchen. Behalt deine Kronkorken, komm. Behalt deine Kronkorken. Wir finden schon raus, was hier läuft. Bitte lass es, lieber. Hier läuft mehr, als dir bewusst ist. Das werden wir ja sehen. Ich wollte eigentlich mit ihm noch weiter reden, weil wir mit ihm noch nicht geredet haben, aber sorry, das machen wir jetzt nicht. Weil dieser Kerl ein Arschloch ist und die verheimlichen hier irgendwas. Hier geht nichts Gutes vor sich. Und wir finden heraus, was. Aber erstmal müssen wir um den See, weil wir die Rüstung anhaben und nicht schwimmen können. Oh, ja, super. Vielen Dank. Das sollten wir nicht dem Plünderern überlassen. Ja gut, ich meine, da wird jetzt bestimmt keiner unbedingt kommen, um die Maillöcke auseinander zu fetzen, aber natürlich nehmen wir alles mit. Ist da ein Flugzeug im Wasser? Ich hoffe, du magst Fisch. Ich glaube, hier ist nichts Nennenswertes. Nichts. Okay, wir müssen hier wieder raus. So. Dann gehen wir mal weiter. Zu diesem sogenannten Lager, wo wir nicht willkommen sind. Was uns aber total egal ist. Warte mal, da waren wir? Mystic Pines? Mystic Pines. Ich wüsste jetzt gerade nicht. Aha, hier ist dieser Fischer. Nein! Ach, verdammt. Unser Typ, ne? Der ist so elegant im Laufen. Weißt du was? Komm, wir gehen direkt in das Lager hinein. Bevor wir mit ihm reden. Ich habe jetzt keine Lust, da jetzt so mich rauszukämpfen, wieder runterzugehen und dann nachher wieder rauszugehen. Wir gehen direkt da rein. Da ist er doch. Ich hasse diesen Ort. Hey, Dan. Da oben ist jemand. Du gehst voran. Okay. Das wird böse enden. Ich weiß es. Ich speichere mal lieber fest. Außenstehende haben keinen Zutritt. Was machst du hier? Wer bist du? Wer bist du? Ich stelle die Fragen. Warum bist du hier? Wir können auf gar keinen Fall überreden, das ist rot. Stocktons Karawane retten. Ich bin hier, um die Überlebenden von Stocktons Karawane zu retten. Das kann ich nicht zulassen. Ist nichts Persönliches. Die Missionen müssen. Boah, der hat aber voll weggezimmert. Der hat den ja richtig erwischt. Ja,
Also wenn das Preston war, Respekt, Preston. Das war der beste Schuss, den du je abgefeuert hast. Echt super Schuss, Preston. Er hat ja selber gesagt, es ist nichts Persönliches, aber die Verheimlichen, die haben irgendwas vor. Ach, ich trage mal wieder zu viel. Hey, Dan. Was zum Teufel machen die eigentlich hier unten? Das wüsste ich auch gerne. Ich denke mal, das werden wir gleich erfahren. Preston? Hey. Was? Du Verräter, der mich eiskalt abgeschossen hat. Wie schnell er seine Meinung ändert, der Preston. Also hier haben wir ein paar Rüstungen, da müssen wir definitiv mal drüber schauen bei Zeiten, bevor ich da was abgebe. Das sieht nämlich sehr interessant aus, was wir da so haben. Geht's. So, und jetzt finden wir mal heraus, was hier vor sich geht. Da ist jemand. Die Missionen müssen geschützt werden. Ah ja. Nicht mit mir. Komm, treffen wäre gut. Geht doch. Noch keine Spur von der Karawane. Lagerschlüssel. Müssen sie irgendwo festhalten. Was zum Teufel machen die hier überhaupt? Ich weiß es leider nicht. Subjekt 12, Grunddaten. Aha. Das schauen wir uns doch mal näher an. Subjekt 12 wo, hier. Wo bin ich? Aber, wie sind die Lebenszeichen des Subjekts? Fluktuieren etwas, aber noch... Wer seid ihr? Was... Scheiße! Oh, mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte fahr fort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Das gefällt mir nicht. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Subjekt, beantworte die Frage schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Beantworte die Frage. Mann, wieso sehe ich die Waffe schon wieder nicht? Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Mhm. Was? Wache des Lagers. Hier sind also doch mehrere. Gut, um den hätten wir uns gekümmert. Dann der nächste. Bleib hier, mein Freund. Da ist irgendwas. So eine Brücke. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Gut. Der Eindringling muss vernichtet werden. Ich glaube, ich habe hier durchgepasst. Warte mal. Ist gebrochen. So, den hätten wir. Schützt den Doktor unter allen Umständen. Da muss noch einer sein. Wir werden gleich mal wieder sowas von überladen sein. Mann, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass hier so viele sind. Ich hätte gedacht, das ist so eine Höhle und da gehen wir rein und fertig. Aber dass jetzt hier so viele sind, das ist ein bisschen überraschend. Oh, nice. Fusionskern nehmen wir gerne mit. Zementsack ist auch sehr willkommen. Coca-Cola-Flasche mit Kronkorken. Gut, wenn die das hier einfach alles so hinschmeißen. Kann nicht anders sein. Wir schauen uns erstmal hier unten um, bevor wir hochgehen. Vielleicht finden wir hier noch etwas Schönes. Zum Beispiel Schrotpatronen, die sehr viel wert sind, weil wir die Schrotflinte ja momentan wieder nutzen können. Das war beängstigend. Was war das denn jetzt gerade? Das war nur der Dan.
80 Schuss haben wir knapp. Was war das? Da, können, ah, da war er. Da können wir ein bisschen Schaden mit verursachen. Hallo. Na? Alles klar bei dir? Lass den Kopf doch nicht hängen, mein Freund. Lass den Kopf nicht hängen. Ja, dann steck halt den Kopf in den Sand. Wer immer so negativ denken muss. Noch größer. Sie entführen also Leute, foltern sie. Und alles für den Safe-Test. Diese kranken Mistkerle müssen sterben. Die Zelle ist leer. Verdammt. Ihre Gründe sind mir egal. Das ist einfach nur bösartig. Das stimmt, aber trotzdem hast du mich umgebracht. Oder, ja, hast mit mich umgebracht. Ich habe jetzt leider was genommen, wo ich nicht weiß, was das jetzt war. Laborpasswort, Arkjet. Oh mein Gott. Arkjet. Das hatten wir schon. Ich muss auch mal wieder hier Sachen ablegen. Corvegas Safe-Schlüssel. Emmas Holoband. Emma hatten wir schon. Gelöbnisanweisung. Grüne Braurezept. Zordbrawler. Jakobs Passwort. Karawandaten. Amelia Stockton, Tochter Fred O'Connell, Karawanenleiter, Jay Mayfield, Sicherheit, zwei Söldner, Name unbekannt, angeheuert von Jay Mayfield. War es das? Nee, glaube ich doch kaum, oder? Leben und Lieben. Margarets Notiz. Ah, das hatten wir auch schon. OP, Mr. Gazimus, Modell. Nachrichtenraumschlüssel, Ordner, Passwort zum staatlichen Vorratslager. Boah, jetzt haben wir jetzt schon so viel Kram. Rechtshinweise. JD, Station. Ach, das hatten wir schon. Russells Notiz. Ich habe mich letzte Nacht, hatten wir auch schon. Doof, ich muss ja echt mal wieder Sachen wegbringen. Oder nicht so schnell Sachen aufheben. Wahrnehmungswagen, Wohnwagenschlüssel. Ich habe keine Ahnung. Da muss ich echt mal wieder aussortieren. Ich finde es einfach nicht. Oder ich habe es gerade schon vorgelesen, dass das nichts Großes war. Dinner, Tablett, Metalleimer. Jede Menge Blut. Okay. Es geht noch weiter. Das Geschütz wäre weg. Da haben wir auch noch eine Türe. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Konferenzraum. Toll. Irgendwo müssen weitere Zellen sein. Ich habe so ein Bauchgefühl. Stocktons Leute waren hier. Ich glaube auch, ich nehme jetzt hier nicht so schnell mit, damit ich auch, wenn hier was ist von Wert, dass ich es nehmen kann, Kreide. Okay. Na gut, das machen wir auch mal auf. Falsch. Fast. Nein. Nein. Jetzt. Geschafft. Klebeband. Level up. Sehr schön. Dann können wir ja mal gucken. Was machen wir als nächstes hoch? Ich würde sogar fast sagen, dass wir Charisma hoch machen, dass wir bessere Preise erzielen und vor allem die Leute besser überreden können. Es ist an der Zeit, weil wir sind echt, was Überreden angeht, total schlecht. Da sind wir sehr, sehr schlecht. Da müssen wir definitiv besser werden. Hier, Subjekt 12 Ergebnis. Da hören wir rein. Subjekt 12 Ergebnis. Ah, hier. Test, Grunddaten. Bitte, ich habe ein Kind, ich... Willst du noch eine Behandlung? Nein. Also nochmal, Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Hab ich doch schon gesagt. Catcher!
nochmal. Welche Position? Catcher! Ich wäre der Catcher! Warum? Ich weiß nicht. Sie haben diese lustigen Helme. Ich habe mal als Kind ein Bild gesehen. Kennen Sims überhaupt die Regeln von Baseball? Nein, bitte! Ich bin kein... Lass mich einfach! Beantworte die Fragen und nur die Fragen. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Gotcha. Okay, Subjekt 12 Ergebnis. Selbstvertrauen ist bei Subjekt 12 sehr hoch. Genaueres werden wir bei der Autopsie erfahren. Und? Irgendwelche Fortschritte bei Frage 3? Nein, das EKG zeigt nichts Unerwartetes. Die Antworten sind einfach vorhersehbar. Du hast deine Meinung zum Wert von Frage 3 deutlich gemacht. Aber sie zu entfernen könnte sämtliche Daten unbrauchbar machen, die wir bisher gesammelt haben. Machen wir weiter. Frage 4. Die Daten dazu sind faszinierend. Wieso hat Baseball die höchste Korrelation? Noch höher als bei Frage 8. Unsere Methodik ist sehr umfassend. Die Antworten von Subjekt 12 zu Baseball und seiner Kindheit waren besonders interessant. Sieh nur hier und hier. Ich frage mich, ob Sie wohl Baseball im Institut spielen. Oder gibt es irgendeinen Fehler in Ihrer Programmierung? Wir brauchen einen weiteren Fehlschlag, um das genauer zu untersuchen. Subjekt 12 taugt nur noch zur Endverwertung. Ich informiere das Rückführungsteam. Okay. Die Schweine, was haben die hier gemacht? Wieso soll ich die Skills öffnen? Ich habe doch schon meinen Punkt vergeben. Deswegen, weil da steht gerade, ich soll Tab drücken, um mein Skill zu verwenden. Ich wollte die Taste eigentlich haben, aber achso, da liegt sie. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Es geht nämlich hier noch einen Gang. Euer Bereich. Ich gebe dir Rückendeckung. Wer weiß, wo noch mehr von den Mistkernen auftauchen. Ah, hier sind wir also. Auch hier nehmen wir alles mit. Jede Menge Zeug. Wir sind zwar schon total überladen, aber was soll's? Nehmen wir halt noch mehr Kram mit. Was? So, das machen wir schon mal zusammen. Hallo, ich will hoch. Schieb mich nicht zurück. Die Missionen müssen geschützt werden. Warte mal. Bin getroffen! Ich kann nichts sehen! Oh, das ist vorbei. Der hat aber ein bisschen ausgehalten, du. Okay, aber dennoch looten wir ihn. Hä? Hä, das kann doch nicht sein. Das kann es ja nicht zu Ende sein. Habe ich was übersehen? Muss doch irgendwas übersehen haben. Was zum Teufel machen die eigentlich hier unten? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas habe ich hier übersehen. Da geht es ja noch weiter. Das habe ich übersehen. Ich wollte gerade sagen, kann ja nicht sein. Ja, ich bin überladen, ich weiß. Aber ab und zu können wir ja noch rennen. Das hier hatte ich nämlich zuerst übersehen. Das nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, was erwartet uns am Ende des Ganges? Ein weiterer... Die Mission ist... Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's gehört. Jemand muss mir helfen! Hat meinen Arm erwischt! So. Den hätten wir erledigt. Zwei Wege. Wir wählen erstmal diesen Weg hier. Das ist nämlich der Ausgang. Hier kommen wir nämlich wieder nach draußen.
Aber erstmal gehen wir natürlich diesen Weg hier. Schleppen uns hier entlang. Vielleicht finden wir noch weitere Informationen am Ende des Ganges. Auf jeden Fall werden wir weiter von diesem Mistkern ausrotten. Da ist der Doktor oder die Doktorin. Entschuldigung? Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Amelia ist ein Sünd? Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die ursprüngliche Diagnose zu 70% absichern. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Ich höre dir nicht zu. Nichts, was du sagst, kann das entschuldigen, was ich hier gesehen habe. Mit unserer Arbeit wollen wir verhindern, dass noch mehr Unschuldige unter dem Institut und seiner Sündbedrohung zu leiden haben. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit? Wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Ihr Angebot annehmen. Drohst du mir, Dan? Amelia verschonen. Angebot ablehnen. Die Abmachung nehme ich nicht an. Der Zweck heiligt niemals die Mittel. Dann musst du mich wohl töten. Was geht jetzt hier vor? Wir sollen mit Amelia Stockton reden. Hast du eine Ahnung, was das macht? Bitte, tu mir nicht weh! Was ist passiert? Was ist denn geschehen? Die Männer, sie haben mich mitgenommen. Immer diese Nadeln, die Fragen und die Schmerzen. Immer wieder diese dummen Fragen. Ich bin Amelia Stockton. Ich bin kein Sünd. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Mein Vater, der alte Stockton... Er wird dir eine Belohnung geben. Lasst mich raus. Entsperren Meister. Mist. Falsche Ecke. Ah, schon fast. Nein, Mist. Jetzt haben wir den Winkel schon fast heraus. Na komm schon. Jawohl. Gott sei Dank! Ich bin frei! Ich werde nie Zeit? Wieder herkommen! Ich wollte mit dir über etwas reden. Hey, Dan! Stockton kriegt deine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Was ist, wenn sie ein Sünd ist? Was, wenn sie ein Sünd ist? Nach all dem wissen sie immer noch nicht, ob sie ein Sünd ist. Ich finde, sie ist menschlich genug. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Machen wir mal größerer Anteil. Ich habe mehr als die Hälfte der Arbeit übernommen. Da sollte der Anteil höher sein. Stimmt irgendwie. Wäre 60-40 für dich in Ordnung? Noch einen größeren. Na komm. Mach's gut. Bis dann, Dan. Ja, bis dann. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Irren ist menschlich. Du willst mit mir reden? Hey! Schieß los! Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Später. Ich denk darüber nach und sag dir dann Bescheid. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Das werden wir auch dann machen. Morvus-Rattenfleisch. Aber selbst wenn sie ein Sünd ist, die Tests sind trotzdem nicht normal.
könnte wahrscheinlich mit dem Terminal da unten alle Dinger hier öffnen. Aber dann entgehen uns auch die Erfahrungspunkte. Nein. Na, fast. Deswegen mache ich es mal eben so. Das wäre es. Wird immerhin 27 Erfahrungspunkte hier dafür kriegen. Und danach können wir ja noch den Computer hacken. Mist, wo ist denn hier der Winkel? Ah. Nein. Oh, verdammt. Ich hasse das manchmal. Wenn das dann absolut am Haken ist. Jetzt geht's. Spüllappen. Na gut. Dann können wir eigentlich noch mit ihr reden. Oder müssen wir sie sogar töten? Ich will sie eigentlich nicht töten. Weil Wissenschaftler braucht man, auch wenn sie irre ist. Im Endeffekt müssten wir sie eigentlich doch töten, wenn ich das wiederum so sehe. Was die hier mit den Menschen machen. Weil es waren ja nicht alle Sins. Das glaube ich so oder so nicht. Also, dass alle Sins waren. Gespeicherte Nachrichten. Rückholungsteam ist bereit. Bis diese ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halte dich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du das Subjekt 14 so nah an Governant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Dr. Rogers Wutrede. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Governance Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um Auftakt zu werden. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht nur Händler nach Governance. Schwere Bedenken. Glaubst du, diese Einwände wurden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei allerdings Folgendes. Fakt, wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt, der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekten nahe ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt, wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz hätte, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Governance wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht. Und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell. Und die Subjekte nehmen freiwillig und nichtsahnend an dem Test teil. Wir verstecken den Test praktisch indem wir ihn offen zeigen. Governance ist ein Fehler. Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat. Aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahlen der Risiken, denen wir uns auseinandersetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen vernünftigen Weg geben. Naja. Dr. Chambers. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Alles, was ich getan habe, war fürs Allgemeinwohl. Gut. Ich entscheide mich, sie zu verschonen. Ich töte sie jetzt nicht. Eigentlich müsste ich. Ich lasse sie aber leben. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, dass da nicht noch mehr Mist draus entsteht, dass wir sie leben lassen haben. Wir werden es erfahren. Oder auch hoffentlich dann gar nicht und alles endet gut. Das wäre umso besser. Jawohl, wir sind fast draußen.
Oh, da müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwo an einem Ort, zum Beispiel da... Ach, wie heißt denn jetzt der Ort, der direkt da in der Nähe ist, wo ich mich eben gewundert hatte? Da kann ich dann ein paar Sachen ablegen und dann können wir dann mal eben Reisensachen loswerden. Weil wir total überladen sind. Ach ja, wir haben die Fischer ja oben noch. Mit denen wir auch noch reden. Erstmal hier rauskommen aus dieser Pampe. Hallo. Vertreib mir die Fische nicht, Arschloch. Die Leute machen die ganze Zeit Quatsch am Ufer. Die vertreiben mir die Fische. Okay. Und du schlägst mal gefälligst einen anderen Ton an, mein Freund. Sonst werde ich dich beseitigen. Ich meine, wir haben ihm ja nichts getan und er braucht uns ja nicht direkt so blöde kommen. Gut, das wäre das hier. Und zwar war das hier Mystic Pines, das meinte ich. Ich kam jetzt einfach nicht auf den verdammten Namen. Nein, nicht schon wieder. Och nee, das ist doch nicht dein Ernst. Oh. Das ist doch echt lächerlich. So, jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Drehen wir halt eine Ehrenrunde. Preston's. Was zum Teufel? Preston? Ja. Ich frag da gar nicht weiter nach. Preston halt. Einfach nur Preston. Sagt man jetzt so umgangssprachlich, ey, das ist ja voll Preston, ey. Also voll idiotisch. Passt ja zu dem, wirklich. Oh. Hier ist ja ein Friedhof hinter. Oh, komm schon. Ich bin froh, wenn wir jetzt gleich wieder vernünftig gehen können. Also auf lange Sicht ist das ätzend. Zum Glück können wir überhaupt ab und zu mal schnell gehen, sonst würde ich ja echt einen Anfall kriegen. Weil die ganze Zeit so lahm zu gehen, ist wirklich sehr nervig. Wieso kann ich jetzt nicht rennen? Ich habe doch die Ausdauer voll. Darf aber trotzdem nicht rennen. Hm. Und hier ist ja ein Coca-Cola-Quantum. Interessant. Dann lege ich die Sachen halt hier ab, wenn das da nicht ging. So, machen wir mal die ganzen, am besten die Kleidungsstücke da rein erstmal. Da müssen wir auf jeden Fall schauen. Da sind bestimmt ein paar Kleidungsstücke dabei, die gut sind. Zum Beispiel den Zerstörerhelm, den behalte ich direkt. Impro-Gewehr, das kann auch weg. So, jetzt können wir wieder rennen. Gott sei Dank. Boah, aber wir haben schon so viel entdeckt hier auf dieser Karte. Wahnsinn, aber wir müssen immer noch hier diesen Ort dazwischen noch absuchen. Das ist auch noch leider oberste Priorität. Außenposten Simonia, das war doch ganz weit. Das hat keinen Schutz. Simonia, das war doch hier oben irgendwo, ne? Hier. Da haben wir gar keine Leute. Da müssen wir noch so einen Leitstrahl auch noch hinschicken. Haben wir da überhaupt Betten und sowas? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall meine ich, wir haben da noch gar nichts gemacht. Ich glaube, wir haben da nur ein bisschen Müll entfernt. Das war es dann auch schon. Hier sind aber auch wieder neue Sachen. Warum ist jetzt wieder hier alles neu? Ich glaube, ich habe hier drüben was. Was? Ach, Preston, du Idiot.
gut, dann halt nicht. Hier sind aber keine Geschütze. Na gut, dann packen wir hier auch mal Zeug rein. Transfer. Tee. Ciao. Und dann gucken wir mal. Nein, das war die falsche Taste. Q. Wollte ich gedrückt halten, dann schauen wir mal. Wachposten. Gut, das würde gehen, aber wir brauchen auch noch einen Funkleitstrahl, sonst kommen hier gar keine Leute hin. Und dann bringt uns dieser Ort überhaupt gar nichts. Von daher packen wir... Hallo? Ach, das geht nicht, mir fehlt Gummi. Ach, dein Ernst. Da fehlt mir jetzt echt Gummi. Da kriegen wir nur Stahl raus. Kriegen wir hier überhaupt für irgendetwas Gummi? Nee. Es scheitert jetzt ernsthaft an Gummi. Gut, dann pfeifen wir auf diese Umgebung hier. Erstmal. Und gehen jetzt hier mal zurück zu Sanctuary. Da müssen wir auch mal ein bisschen vorsorgen. Vielleicht sollte ich dort mal einen Generator bauen und einen Funkleitstrahl, dass wir da auch mal Leute rankriegen, weil wir haben da gerade mal nur 5 Einwohner für unsere Hauptstadt. Das ist ja lächerlich. Aber wir sollten doch vielleicht mal wieder zu dieser einen Stadt da zurück, zu Governance. So, das steht ja sowieso ein bisschen über. Können wir das eigentlich noch verschieben? Obwohl, ist jetzt auch nicht so schlimm. Können wir nämlich... Oder können wir jetzt alles beides da hochpacken? Würde das gehen? Generator? Ja. Dann machen wir diesen, genau, den machen wir hier hin. Und sagen dann zurück und dann wollen wir hier. Jawohl. Das funktioniert, hat dann sogar eine sehr hohe Reichweite. Also würde ich mal behaupten, wenn das Ding sogar noch höher ist als am Boden. Gehe ich ja mal davon aus, dass das eine höhere Reichweite hat. Gut, ja, das wäre das. Ich denke mal, die Probleme werden mit der Zeit kommen. Hunger, Durst, alles mögliche, Betten. Da werden wir uns dann drum kümmern müssen. Aber jetzt, Preston. Zeig es mir. Klar. Hier. Hier ist mein Vorrat. Ja, genau. Zeig mal her. Das wollte ich von dir hören. Nee, die Granate behältst du mal nicht. Du kannst überhaupt nicht mit Granaten umgehen. Das Thema hatten wir schon, Preston. Ich dachte, das wäre vom Tisch. Aber der Preston besteht immer wieder darauf, dass er mit Granaten rumlaufen darf. So, wir müssen natürlich die Rüstung auch mal wieder reparieren. Hatten jetzt ein bisschen Trouble. Die repariere ich immer so bei Zeiten. Meist mache ich das immer zwischen den Aufnahmen. Aber ist ja schon nervig, wenn wir da mit kaputter Rüstung rumlaufen und dann Schaden abbekommen, dies und das. Was ist? Rüstung. Oh, ich würde sagen, wir legen erstmal Zeug ab, bevor wir nach der Rüstung schauen. Ich bin beschäftigt. Ja, schön, dass du beschäftigt bist. Ich bin auch beschäftigt. Und deswegen musst du nicht in meinem Haus reinlaufen, Spinner. Das ist mein Haus. Mag ich gar nicht, wenn die hier rumlaufen. Also hier in meinem Haus. Bisschen Privatsphäre vielleicht. So, das wären die Waffen. Bei der Rüstung, Sicherheitsdienstrüstung, zählt das quasi, das ist sogar noch besser. Zählt das als Ganzkörperuniform oder jetzt nur als Oberteil, weil ich sehe hier auf dem Bild nur Oberteil. Ich behalte das mal. Anderen Kram kann ich weglegen. Lederrüstung sowieso. Weil wir haben hier immer noch dieses Raider-Leder und das ist ja nicht gerade super. Das kann weg. Schmutziger Armeehelm. Wir haben den Armeehelm. Sicherheitsdiensthelm. Zerstörerhelm auf jeden Fall behalten. Genauso wie das. Erstmal
Das war Leichtbau 17, 17, 15. Da packen wir das erstmal. Ach nee, das haben wir ja an. Also die Rüstung ist ja sowieso schon mal besser als unsere. Und was haben wir hier? Lederrüstung kocht. Na, würde ich auch mal sagen, weg. Dann haben wir eins davon. Müssen wir jetzt mal genauer drüber schauen. Und zwar machen wir das mal eben an der Waffen, an der Werkbank für Rüstungen. So. Schauen wir mal hier. Modifizieren. Ich glaube, das zählt als Komplettrüstung. Also von daher bringt es gar nichts. Hier haben wir den Helm, den können wir auch modifizieren. Verstärkt ist er schon. Aber den Helm, den wir so haben, den können wir gar nicht verstärken, ne? Dann nehmen wir den erst recht, diesen Helm. Okay, dann hat sich das ja schon schnell erledigt. Und zwar Zerstörerhelm. Charisma und Intelligenz steigert sich um 1. Nehmen wir. Dann können die anderen Sachen weg. Ach ne, die Kampfrüstung noch, ne? Leichtbau verstärkt, Kampfrüstung. Muss ich mal ganz kurz gucken noch. Leichtbau verstärkt, Kampfrüstung. Die Taschen verstärkt. Wo ist denn jetzt hier die Rüstung, die wir auch anhaben? Hier. Modifizieren, abgedunkelt. Sehr gut. Leicht verkleidet. Reduziert Strahlungsschaden. Da kommen wir lieber in die Tasche. So, Strahlung. Wir laufen ja eh fast immer mit dem Anzug rum. Dann will ich lieber mehr tragen können. Wie sieht der Helm denn jetzt aus? Verrückt. Ah, der Pip-Boy leuchtet aber trotzdem der Helm nicht. Aber der sieht nicht mal so verkehrt aus, der Helm. Dann legen wir jetzt hier den anderen Kram mal ab. Das, das und das hier. Dann haben wir noch ein bisschen was an Minen, die wir jetzt hier nicht brauchen. So. Trotzdem haben wir noch viel im Inventar. Das liegt daran, weil wir auch Medikamente und sowas gefunden haben. Haben wir auch Alkohol mit dabei? So, das legen wir mal ab zur Hälfte. Hiervon ein bisschen was. Psycho Jet kommt weg. Maddox. Nee. Buff Jet kommt auch weg. Ansonsten haben wir jetzt ja noch jede Menge zu essen, was weg kann. Das brauchen wir garantiert nicht alles. Beeren an für sich so nicht. Das muss gekocht werden. Das muss auch gekocht werden. Das auch. Das kann weg. Nudelschale kann weg. Eilokfleisch. Iguanbissen. Iguan am Stiel. Die ganzen ist natürlich doof, dass man jetzt hier immer alles einzeln sortieren muss, was zubereitet ist, was nicht, aber ist dann schon effizienter, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Nein. Das kommt dann nicht rein. So, jetzt kommen wir hier mal zu den rohen Sachen und da haben wir eine Menge, die hier noch rein müssen. Teerbeeren, Tato, das Fleisch, was nicht zubereitet ist, schmutziges Wasser, Red Kakerlakenfleisch, Mutantenhundfleisch, Mutterbeere, Mylok-Fleisch, Mylok-Eier, Melone, Maulwurstrattenfleisch, leuchtender Pilz, Klingenkorn, Karotte, Hörnpilz. Die Limonade können wir mal behalten. Baftarz kommt eigentlich auch noch weg. Braminfleisch, Leefliegen, auch Blutkäferfleisch, auch alles weg. Den Rest können wir mal so behalten. Wir haben aber noch, glaube ich, Schrott. Da haben wir nichts, aber Mods. Aber Dingens hier, das wollte ich sowieso mal machen. Das hatte ich ja
gesagt, dass wir da ein bisschen Zeug loswerden müssen. Jetzt habe ich aus Versehen sogar noch was mitgenommen. Hier diese ganzen Tickets. Governance. Erinnerung. Der Railroad anschließen. Das hatte ich aber schon. Kann ich nicht weglegen, schade. Ich weiß nicht, ob ich die dabei haben muss, um die Fertigkeit zu haben. Da bin ich mir unsicher, ob das so ist oder nicht. Karawandaten. Notiz. Das kann auch weg. Die Ordner können mal alle weg. Rechtshinweise. Russells Notiz. Safe-Bericht. Schlafwandler-Notiz. Scanners Schmugglerverzeichnis hatten wir auch schon. Das auch. Hier diese Stechflügeln-Dinger können auch weg. Keine Ahnung, warum die da sind. Hier die Subjektdaten können jetzt auch weg. U-Bahn-Marken behalten wir mal. Lunchbox auch, verbranntes Buch kann weg. Lifestyle-Magazin. Oh Gott, ey, da haben wir echt eine Menge Zeug. Gut, dass wir das jetzt mal aussortieren. Dann finde ich auch mal vielleicht Sachen eher, wenn ich sie dann brauche. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Railroad anschließen. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Okay. Da haben wir jetzt da ein bisschen was über die erfahren. Aber gut. Da war jetzt ich wirklich sehr berauschend, dieser Hinweis. So, dann haben wir jetzt noch dieses Mod-Ding. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles weg. Ich hoffe doch. Ich meine, vom Gewicht her sind wir immer noch eigentlich zu hoch. Obwohl wir gar nicht mal so viele Granaten haben. Also irgendwas müssen wir noch dabei haben, was ein bisschen was wiegt. Kleidung stimmt alles. Haben wir alles nur einmal? Ach, keine Ahnung. Sonst bin ich immer so bei so knapp 70 Kilo. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier noch was wiegt. Naja, tut auch nichts zur Sache. Ich würde sagen, wir haben jetzt so weitestgehend alles abgeschlossen. Wir müssen noch diesen Teil nach oben, das hier dazwischen machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch in dieser Folge quetschen soll. Und wir müssen noch mit den Leuten reden. Bei der Siedlung dort. Ich würde aber sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, weil die Folge wird dann sowieso, hat sie sowieso schon ein bisschen Überlänge. Ich will sie eigentlich immer auf 40 Minuten halten. Aber das schaffe ich ja nie, seht ihr selbst. Ja, und noch eine Folge, ist es ja zu spät in der Nacht. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle leider erstmal diese Aufnahmesession. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Wir haben wirklich wieder viel entdeckt vom Ödland, muss ich gestehen. Auch, ja, im Endeffekt haben wir gar nicht so viel entdeckt, aber es gab so viele Sachen zu erledigen zwischendurch. Prinzipiell haben wir noch diesen Teil hier zu erledigen. Wir gehen nochmal zu Governance beim nächsten Mal zurück, um zu gucken, wie die Leute da auf uns reagieren. Ich denke mal, es wird zum Krieg kommen, wir müssen sie töten und dann wiederum gehört die Siedlung dann nachher uns. Ich weiß es nicht. Und sonst, ja, sonst haben wir soweit alles erstmal fertig und können uns dann nach den Missionen richten. Und dann kommen wir auch, denke ich mal, weiter. Oh Gott, hier haben wir natürlich noch einen riesen Teil hier abzuschließen. Aber das machen wir dann erst, wenn so Missionen uns quasi in diese Gegend hinführen. Obwohl beim Polizeirevier könnten wir eigentlich was noch absuchen. Da habe ich auch diesen Hinweis bekommen, ich soll da mal nachsehen. Aber ich würde sagen, alles Schritt für Schritt. Den Nordwesten des Spiels haben wir eigentlich größtenteils fertig. Aber uns erwartet noch eine Menge Kram.
Ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf. Ich freue mich dann darauf, wenn wir hier fertig sind und die Mission weitermachen können. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession. Machen wir den letzten Teil fertig, dann kommen die Missionen. Das schaffen wir beim nächsten Mal garantiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, dass es euch halt auch gefallen hat. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns übermorgen wieder in einer neuen Aufnahmesession hier von Fallout 4 mit unseren treuen Freund Preston, bis wir was Böses tun und dann bringt er uns um. Und die allseits mülllabende Mama Murphy. Und bis dahin, tschüss.